Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue ein 100 Baby Schloss für meine 100 Baby Challenge. Dies ist Teil 14 und vermutlich ist das der letzte Bauteil, bevor die 100 Baby Familie einzieht. Und danach werde ich dann aber noch weiter bauen an dem Haus. So. Ja, darum sollte ich jetzt hier zu einem vorübergehenden Abschluss kommen in dieser Folge. Das wird gar nicht so einfach. Ich habe gesehen, dass diese komischen Pflanzen hier relativ schweben, wenn man die an so einem Hang macht. Gucken, ist es so besser weiter unten. Und hier den auch weiter unten. Das geht mit dem Farnen ganz gut, dieses an den Hang setzen. Aber nicht alle Pflanzen funktionieren so gut. Ich denke mal, ich mache auch da rechts so ein paar von diesen hier hin, weil die schön Fläche gut machen. Und das mache ich, glaube ich, mal von oben. Wobei, dann sehe ich nicht, wie es in der Höhe sitzt. So, gucken wir mal. So. Und hier. Ein bisschen drehen. Da. Und so rum. Auch für die andere Seite. Der zugewucherte Burggraben. War eigentlich gar nicht geplant von mir, den so zuzuwuchern. Aber so kriegt man ihn am ehesten halbwegs natürlich hin. Und im vorderen Bereich ist ja wirklich genug Platz zum Schwimmen. Wahrscheinlich werden die Sims versuchen, auch im zugewucherten Bereich zu schwimmen. Aber ich würde sagen, das ist dann deren Problem. Wenn die dann hier durch die Pflanzen schwimmen. Das macht denen, glaube ich, nicht viel aus. So. Jetzt hier noch im hinteren Bereich. Dann kommen noch ein paar andere Pflanzen hin. So. Und dann sieht man zwar schon noch Ränder, aber es ist ja gar kein natürlicher Fluss, soll es auch gar nicht sein, sondern es soll ja ein Burggraben sein, der aber so, ja, so halb naturiert ist oder sowas. So, solche Gräser machen sich da bestimmt an vielen Stellen noch gut. Die sind auch sehr schön für Hänge und für Flussläufe. So. Die haben so ein bisschen so einen Schilfcharakter. So. Na, hier haben wir ja sogar schon eins. So. Okay. Gut. Und dann kann man vielleicht auch ein paar Blütenpflanzen dahinsetzen. Damit es ein bisschen bunter aussieht. Aber nicht zu viel. So.
Ja, ich hoffe, dass die Performance trotzdem noch halbwegs funktioniert von dem Grundstück, weil es sind jetzt ja dann doch recht viele Pflanzen. So, hier mache ich vielleicht auch ein paar so Gräser hin, um diese komische Eckführung hier zu kaschieren. Vielleicht kommt da auch noch eine Hecke hin. Muss ich mal gucken. So. Jetzt, ich denke mal, die blauen Hortensien passen da immer ganz gut an solche Gewässer. So. Na, auf die Weise gibt es da wenigstens dann viele Pflanzen zum Ostereier suchen. Wenn wir hier nochmal Ostern feiern. Aber hier werden ja immerhin noch 5 Kinder geboren und großgezogen. Das wird ja schon noch eine Weile dauern. So. Hier kommen noch welche und dann noch irgendeine höhere Blumenart und dann ist gut, denke ich mal. So. Und zwar dachte ich da an diese da in ihrer violetten Variante. Sind das die? Nee, ich glaube, ich meine noch andere. Ja, die. So. Jetzt wieder so und hier entlang. Ah, ich mach mal das Schloss weg. Nee, so ja nun nicht. Dann wabert es weniger, wenn ich mich hier bewege. So. Okay. Na, das sieht doch jetzt halbwegs lieblich aus, finde ich. Jetzt ist natürlich dieser Ausstieg verbaut, aber hier kann man ja aussteigen. So. Okay. Uff. Das muss ich dann alles auch noch mit brauner Erde anmalen. Aber da warte ich ein bisschen. Das ist immer eine aufwendige Arbeit. Jetzt hatte ich ja überlegt, dass hier in die Ecken noch Bäume passen würden. Die Frage ist, welchem? Nicht zu hoch, aber schon auch. Mal gucken, vielleicht hier dieser Ahorn. Der ist ja schon hoch. Na komm. Ja, der wäre gar nicht so schlecht. Es ist ein ordentlich großer Baum, aber er nimmt an den Stellen nicht die Sicht auf den Schlossbau. Also man kann dann trotzdem spielen. So. Mal gucken. So sieht man es auch nicht richtig.
Ja, da steht er eigentlich ganz gut. Und hier, da könnte man ihn noch mehr in die Ecke stellen. So. Und hier ist etwas dünn bewachsen. Ach, das ist in Ordnung. Unter Bäumen ist ja meistens etwas dünn bewachsen. Okay. Und ich glaube, ich verzichte mal auf Springbrunnensachen, also hier drin so Springbrunnen und Geblubber, weil das auch wieder sehr viel Performance frisst. Und dann wird das Haus womöglich unspielbar und das will ich ja nicht. Ja, jetzt gucke ich mir das mal an, ob ich da mit dem Äußeren erstmal so weit zufrieden bin. So, das wird mal weggeklappt. Ja, also ich denke mal, fürs Erste gefällt mir das halbwegs gut. Wir haben auch die wichtigsten Sachen für die Kids, also das Bällebad, dann haben wir hier das Piratenschiff und das Klettergestell. Haben wir irgendwo schon Grillsachen? Ich glaube nicht. Das könnte man hier vielleicht machen. So. Und dann mache ich vielleicht hier diese Fliese weg. Eventuell auch diese. Und stattdessen doch noch Hecke, aber vielleicht diese Grasdinger dazwischen. Also erstmal weg. So. Und dann auch die. Ja, so geht das halbwegs. Und hier. Gut. So. Ja. Und jetzt ein wenig drehen. So, ja. So geht das doch halbwegs. Und ob ich die Grasdinger dann noch da lasse, das sehe ich mal. So. Vielleicht könnte man hier stattdessen, das ist ja auch eher noch so formalistisch, dieser Bereich. Da passen die Grasdinger eigentlich gar nicht so gut. Aber dieses komische Dingenskirchen, was da in einer Ecke noch rumsteht, vorne, aber was ich hier auch kriegen kann, dieses da, könnte man hier vielleicht so an den Rand setzen. So und so. Mal gucken, wie sieht es von oben aus. Ja, es müsste dann schon so sein. So und hier. So und dann passt das hier so nicht. Ach, das sind ja sowieso zwei. So. Ja, noch mehr drehen. So. Ja, so richtig toll ist das nicht, aber ich denke mal, so könnte es fast gehen. Dann kommt hier so der formale Charakter rüber. Es ist ja ein Schloss, schließlich. Und natürlich, wenn man hier eine Grillgelegenheit mache, passt das nicht so zum Schlossthema. Aber ja, die Bepflanzung ist ja was anderes, als wie man es dann möbliert und nutzt. Aber wir kaufen uns natürlich einen ganz teuren Grill. Gibt's den auch in Gold?
Ja, ich nehme ihn in Weiß. Es ist auch schick und nobel. So. Und dann kommt hier ein Mülleimer direkt daneben. Am besten wäre es ja in Weiß. Der hier. Ja. Den stellen wir mal hier hin. Und dann hier noch zwei Tischchen. Und zwar lieber Tischchen als Theken. Sonst gehen die immer zum normalen Kochen, dann gehen die durchs ganze Haus, weil hier auch Theken sind. Sonst fände ich da Theken schon ganz sinnvoll. Jetzt ein möglichst großes Beistelltischchen, also hoch vor allem. Der ist ja neu. Gibt's den auch in Weiß? Ja. Man könnte natürlich hier auch sowas nehmen. Der rasante Getränkewagen. Ja. In Gold. Ja, haben wir es wieder, das Gold. Das ist doch fein. Gibt's sonst noch was, was noch besser passt? Nee, ich denke mal, das ist schon ganz in Ordnung so. Und jetzt, ob es hier eine Outdoor-Sitzgruppe mit im Goldstil gibt, dafür, ich meine, sowas ist schon schnieke. Ich guck mal. Ich fürchte ja nicht, das passt irgendwie nicht zusammen. Wobei das in echt natürlich schon zusammenpasst. Brunnen des Gluteus Maximus. Na, der wäre ja toll, wenn ich den noch irgendwo unterkriegen würde. Ja, hier Speisen im Freien. Was so ein bisschen abgetakelt. Da ganz in Marmor. Das würde natürlich passen. Ja, dann sieht man's kaum. Dann können wir eine Gruppe hier hinstellen und vielleicht noch eine Gruppe hier hin. Dann kann man auch ein kleines Grillfest feiern. Weil das ist dann ja schon genug Platz für 8 Leute. Und wenn noch mehr Leute kommen, mache ich einfach noch mehr solche Bänke hin. Ja. Und Vogeltränken habe ich bisher nie benutzt. Aber ich glaube, die können nervig sein. Und hier sind wohl auch mehr Skulpturen als Tränken. Ich könnte natürlich hier auch so einen Bogen hinstellen. So, die Frage ist, was passt farblich am besten? Ja, fast dieses hier. Dann sind natürlich hier diese Pflanzen so ein bisschen so ümpf. Passt das noch? Aber ich lasse es mal so. Und das kann man ja immer noch wegmachen, wenn man den Eindruck kriegt, dass es nicht passt. So, aber eigentlich habe ich mit einem Brunnen geliebäugelt. Ich meine, so einen kleinen, einen pensionierten Wunschbrunnen könnte man hier vielleicht hinmachen. Man könnte natürlich auch mal einen echten Wunschbrunnen irgendwo hinmachen. Aber der Pensionierte, der ist, glaube ich, nur noch Deko. Ja, mit Blumen drin. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Und das hier wäre auch ganz nett. Das stelle ich mal nach vorne.
Vielleicht finde ich da noch ein Plätzchen für. Denn ich denke fast, hier wäre ganz nett ein richtiger Wunschbrunnen. Der ist, glaube ich, bei Aktivitäten und Fähigkeiten. Nehme ich mal an. So. Da ist er. Der hier ist jetzt mit rosa. Das muss jetzt ja nicht unbedingt sein. Mit so Efeu überwachsen finde ich schon ganz schön. Ich nehme den mal so. 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 Ist das Ganze so ein bisschen verwunschen? Mit Wunschbrunnen. Oh, und das hier steht hier über. Das sieht komisch aus. Aber das kann man noch weiter nach links schieben. Ich hoffe, es sieht dann besser aus. Nicht. Ja, prima, super. Dann klappe ich wieder das Haus runter. Dann lässt es sich etwas leichter bauen. Also. Dann muss auch dieses hier etwas gedreht werden. So. Und dieses hier auch ein klein wenig. So. Jetzt steht es zwar nicht mehr so arg ab, aber dafür ist es hier zackeliger. Nun gut, ich lasse es erstmal so. Also hier haben wir den pensionierten Wunschbrunnen und dort den richtigen, aber einen richtigen Brunnen haben wir jetzt noch nicht. Und hier mache ich da noch mehr. Erstmal nicht. So, das hier ist auch schon ziemlich voll. Ah, das hier wollte ich mehr hier so in die Hecke reinmachen. So. Ja, da müsste man eigentlich ganz gut vorbeikommen. Und hier kann man natürlich noch runterfallen. Und vielleicht kriege ich ja noch Lust, da auch noch mal eine Hecke hinzumachen. Aber momentan nicht. Und die Sims fallen ja nicht runter. Das hier ist für die Geldbäume. Da könnte man noch irgendwas Pflanziges hinmachen. So. So eine nette kleine Blumenrabatte. So. Und okay. Den könnte man vielleicht einfach hier hin machen. Ein bisschen mehr so ans Wasser. Und dann vielleicht eine Bank dazu. So, Outdoor. Na, das kriegt man auch hier. Nee, das sind nur die Aktivitäten und Fähigkeiten. Hier eine schöne romantische Bank. So. Ja, ich denke, man kann dann da hier auch noch vorbeigehen. So. Hier ist jetzt natürlich total kahl. Da mache ich auch noch ein paar Pflanzen hin. Weil rein geht man ja wahrscheinlich hier und dann kann das.
hier ruhig auch bepflanzt sein. So. Nur diesen Bodendecker, den mache ich hier nicht hin. So, noch ein paar hohe. Sieht es noch schöner aus. So, jetzt aber. Okay. Jetzt habe ich natürlich praktisch die ganze Zeit mit dem Außenumbau mich beschäftigt. Aber das war ja auch nötig. Und das gefällt mir jetzt schon viel besser als vorher. Ja, das ist doch prachtvoll. Und jetzt gehen wir noch mal kurz durch, ob man da innen noch was machen kann. So, hier habe ich hier diese komische Figur hingestellt. Ich mache die mal größer. Ah. So, jetzt müsste es gehen. Jawohl. Und stell hier noch eine zweite hin und die mache ich auch größer. So. Jawohl. Die stelle ich jetzt irgendwie so hin. Sieht das gut aus? Ist das gleichmäßig? Es ist nicht gleichmäßig. Die hier ist deutlich steiler. Ah, die sind etwas schräg gebaut. Okay. Ja, ich glaube, das lasse ich so, weil das finde ich irgendwie ganz hübsch. Das gibt dem ganzen Haus so ein bisschen sowas Elfenhaftes. Und hier dieser Balkon. Ah, hier könnte man noch was machen, aber wir haben gar keine Tür hier raus. Ja, gucken, ob da Platz wäre für eine Tür. Ja, man könnte hier eine Tür hinmachen. Problemlos. Das ist ein Fenster. Hier exklusive Promi-Tür. Sehr gut. Und dann könnte die Jenny hier einen Whirlpool haben. So, den kriege ich wohl am schnellsten so. Und leider gibt's den wahrscheinlich nicht in Goldtönen. Aber so wirkt er so ein bisschen marmormäßig. So. Und die Sims stören sich ja offenbar nicht daran, wenn sie in der Öffentlichkeit im Whirlpool Baby machen. Weil schließlich verstecken sie sich ja unter Wasser. Und wie wär's mit einer Yogamatte? Ich glaube, da habe ich schon eine. Aber hier oben könnte man vielleicht auch noch eine machen. Falls sie mal Yoga machen will. So. Gut. Ich denke mal, das sollte schon reichen. Und hier habe ich nur die Yogamatte und einen Meditationshocker. Das ist jetzt natürlich noch nicht der Brüller. Was habe ich da? Das Spielzimmer. Na, ich denke mal, das ist eigentlich erstmal in Ordnung. Da kann man dann ja auch noch, während man drin spielt, noch mehr so Aktivitäten und so reinpacken. Ja, hier haben wir jede Menge Staffeleien. Das reicht völlig aus.
Kinderschlafzimmer haben wir genug. Ein Butler werde ich jetzt wohl nicht mehr aufnehmen. Lohnt sich nicht mehr für die kurze Zeit. Babyzimmer haben wir. Kleinkinderzimmer. Mit Platz für bis zu 6 Kleinkinder. Mehr werden wir bestimmt nicht kriegen. Diese komische Badezimmeranlage, aber die wird bestimmt ganz gut funktionieren. Das Einzige, was mir wirklich nicht gefällt, oh, und hier wächst jetzt auch noch der Baum rein. Das geht ja leider gar nicht. Das Geschoss habe ich hier übersehen. Da mache ich den Baum kleiner. Na. So, jetzt. Dann stört er nicht mehr im Töpfchenraum. Ja, also was mir wirklich nicht gefällt, ist irgendwie der Töpfchenraum, weil der spieltechnisch hier so abgeriegelt wird. Aber ich denke mal, damit kann ich leben. Man kann ihn ja so drehen und dann kommt man hier gut ran. Also das wird schon irgendwie gehen. Ich meine, alternativ könnte ich eigentlich auch dies hier zum Töpfchenraum machen und dort die Badewanne reinstellen, also diese hier. Das gucke ich mal. Weil der Raum ist, glaube ich, genauso groß wie dieser bisherige Töpfchenraum. So. Aber ich glaube, die Badewanne passt da nicht so gut hin wegen der Fenster. Nein, das sehen wir gleich mal. So, ist da nicht noch ein Töpfchen? Ja. Ich denke mal, das geht. Ja, das müsste gehen. Da lassen wir uns von den Fenstern einfach gar nicht irritieren. Und das brauche ich viel seltener. Und die Kleinkinder kann man auch darin baden. So. Und dann mache ich eventuell doch noch diese Ecke, aber ich glaube, das geht nicht. Das, die Wand bis dahin zu machen. Gitter? Nee, das geht nicht. Da könnte ich das höchstens bis dahin machen, da hätte ich eine andere komische Ecke. Alternativ könnte ich das so machen und so. Das würde reichen, also so und so. Der Vorraum muss ja nicht so groß sein. Das hattet ihr mir auch schon in den Kommentaren gesagt, da habe ich ja dann dieses Bad hier, dieses Klo vergrößert, weil der Vorraum war ziemlich groß und die Kloräume waren winzig klein. Und hier ist jetzt eigentlich nochmal dasselbe. So. Und dann hätten wir hier nämlich den Töpfchenraum deutlich größer. Und als Durchgangsraum reicht das so völlig aus. Jetzt kommt die Mauer hier weg. Gut. Dann wird das natürlich tapeziert. So. Runterklapp. Und jetzt werden hier die Töpfchen schön arrangiert. Ja. Ich glaube, das versöhnt mich ganz enorm mit diesem Schloss. Das hat mich nämlich irgendwie schon beunruhigt, dass die Töpfchenhallensituation hier so ungünstig ist. So, passen schön viele Töpfchen rein. Und man hat guten Zugriff drauf. Sogar mit richtig Abstand. Jetzt muss ich dann nur noch die Mülltonnen nahe bringen. So. Das stört jetzt natürlich mit dem Töpfchen ein bisschen. Und die muss auch näher her. Da fragt ihr euch vielleicht,
wieso so eine Outdoor-Mülltonne hier bei den Töpfchen ist ganz einfach. Also die schmeißen, wenn man sagt, Töpfchen entleeren, also ich habe eine Outdoor-Tonne und so eine. Und wenn man sagt, mach das Töpfchen sauber, dann leeren die das lieber in so einen kleinen Mülleimer. Aber jedes zweite Mal leeren sie diesen Mülleimer dann auch in den großen Mülleimer. Und wenn man nur so einen draußen hat, dann rennen die immer durchs ganze Haus. Und wenn man den aber hier hinstellt, in der Nähe, dann geht das alles relativ hurtig. So, dieses Töpfchen ist ein bisschen schlecht erreichbar, aber ich denke mal, ist in Ordnung. Das kann man dann ja als Reservetöpfchen nehmen und normalerweise lässt man sie hier auf diese Töpfchen gehen. Aber so kommt man jetzt viel besser dran. Da müssen die zwar ein bisschen weiter gehen, aber sie spielen ja sowieso hier, die kleinen Kinder. Und dann üben sie auch gehen. Ja. Tabletts haben wir ja, wunderbar. Ich denke mal, das ist hier halbwegs in Ordnung, das Geschoss. Und dieses hier wird sowieso nur selten benutzt. Ja, das ist mehr so das Repräsentationsgeschoss. Und das ist auch in Ordnung. Und hier empfängt halt Jenny manche von ihren Kindsvätern. Jetzt hatte ich ja noch die Idee, eventuell einen Keller zu machen mit einer Treppe, die dann hier draußen ist. Muss ich mal gucken, ob da überhaupt noch genug Platz ist. Hier könnte man, das müsste man dann so ein kleines Häuschen machen, so ein langgezogenes, und da eine Treppe runter. Ginge hier zur Not. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Und ich denke mal, wir brauchen nicht unbedingt einen Partykeller. Wir hatten jetzt in vielen Häusern einen Partykeller. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Dann erkläre ich das Haus jetzt erstmal für einzugsbereit. Hier kommt, klappt euch mal weg. Gitter raus. So. Damit wir das Haus noch mal alles angucken können. Ja, und wie gesagt, ich werde bestimmt noch weiter dran rumbauen. Aber ich denke mal, wenn mein Sendeplan sich nicht irgendwie verschiebt, dann ist das jetzt soweit, dass das Baby 95 demnächst ein Kleinkind wird oder schon geworden ist. Und dann wird Familie Jenny hier einziehen. Jo, okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.